Ich richtete mein Herz darauf, die Weisheit zu erkennen und die Torheit von Narrenzeit. Ich erkannte, dass auch dies ein Streben nach Glück war. Denn in der ganzen Weisheit ist viel Verlust. Und der Erkenntnis mir das Leid. Es gibt ein Problem. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Assassin's Creed, dem ersten Teil. Deshalb versuchen Sie sich zu entspannen. Ich stabilisiere ihn. Konzentrieren Sie sich auf meinen Stift. Erkennen Sie, dass nichts, was Sie sehen, real ist. Nur Bilder aus der Vergangenheit. Ihnen kann nichts passieren. Nichts passieren. Verdammt, es klappt nicht. Einen Moment, Mister. Er passt sich an. Das erste Mal ist nie leicht. Es geht schief. Das reicht, Miss Dirne. Wir müssen ihn herausholen. Sofort. Okay, Miss Dirne. Wir werden jetzt versuchen, sie da rauszuholen. Alles okay? Ich sagte doch, dass ihm nichts passiert. Schweine! Na, ich habe gerade ihr Leben gerettet. Mein Leben gerettet? Sie haben mich entführt, mich an dieses Ding angeschlossen! Animus. Es ist ein Animus. Ich kenne Sie noch nicht einmal. Warum tun Sie mir das an? Sie haben Infos, die wir benötigen, Mr. Miles. Informationen? Ich bin ein Barkeeper, verdammt! Was wollen Sie von mir? Lernen, wie man einen Martini mixt? Wir wissen, wer Sie sind. Was Sie sind. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Spielen Sie nicht den Dummen. Wir haben keine Zeit. Sie sind ein Assassine. Und ob es Ihnen klar ist oder nicht, Sie besitzen etwas, das meine Arbeitgeber haben wollen. Es ist tief in Ihrem Kopf verborgen. Aber ich bin kein Assassine. Nicht mehr. Ja, das steht auch in unseren Akten. Irgendwas von einer Flucht. Sehr zum Glück für uns. Was wollen Sie von mir? Dass Sie tun, was wir Ihnen sagen. Der Animus wird uns helfen, zu finden, was wir suchen. Wenn wir es haben, können Sie gehen. Ich gehe da nicht wieder rein. Dann legen wir Sie ins Koma und machen alleine weiter. Und wenn wir fertig sind, lassen wir Sie sterben. Ehrlich gesagt, der einzige Grund, dass Sie noch bei Bewusstsein sind, ist, dass es uns viel Zeit erspart.
Sie sind verrückt? Also was nun, Mr. Miles? Leben oder sterben? Legen Sie sich hin. Ja, du gibst mir keine andere Wahl, du Sack. Also gut. Dann legen wir uns mal hin und ich nutze diese Gelegenheit auch nochmal. Bitte zurücklegen. Kurz, um Hallo zu sagen zu Let's Play Assassin's Creed. Und jetzt. Bitte hinlegen. Ja, ist ja gut. Ich lege mich ja schon hin. Eine weise Entscheidung. Wo bin ich? Im Innern des Animus. Das heißt? Ein Projektor, der genetische Erinnerungen in 3D erzeugt. Genetische Erinnerung? Scheinbar brauchen Sie eine Art Einweisung. Nun gut. Wir fangen ganz einfach an. Was ist eine Erinnerung, Mr. Miles? Eine Aufbereitung früherer Ereignisse. Spezifisch für die Person, die sich daran erinnert. Ja, sicher. Was, wenn ich Ihnen sagen würde, dass ein Mensch nicht nur seine individuellen Erinnerungen besitzt, sondern auch die seiner Vorfahren? Genetische Erinnerungen, wenn Sie so wollen. Wanderung, Winterschlaf, Fortpflanzung. Woher wissen Tiere, was sie wann und wo tun sollen? Das ist der Instinkt. Jetzt streiten wir uns um Worte, Mr. Miles. Wie Sie es auch nennen. Die Tatsache bleibt, diese Wesen verfügen über Wissen, das in ihrer individuellen Erfahrung nicht enthalten ist. Ich habe 30 Jahre gebraucht, um zu verstehen, warum. Ich habe etwas Faszinierendes entdeckt. Unsere DNS fungiert als Archiv. Sie enthält nicht nur genetische Baupläne von früheren Generationen, sondern auch deren Erinnerungen. Die Erinnerungen unserer Vorfahren. Und der Animus lässt sie diese DNS-Daten dekodieren und lesen? Exakt. Aber es geht nicht. Das ist die Erinnerung, auf die wir zugreifen möchten. Aber wenn wir versuchen, sie zu aktivieren, zieht sich ihr Geist zurück. Ihnen fehlt das Vertrauen, in den Körper ihres Ahnen zu schlüpfen. Das ist auch eben passiert. Sie wurden aus der Zielerinnerung gestoßen und kehrten zurück in einen stabileren Zustand. Warum? Ihr Unterbewusstsein. Es wehrt sich. Wir haben ähnliche Reaktionen bei Patienten festgestellt, die hypnotisiert werden, um traumatische Vorfälle wiederzuerleben. Wir müssen vorsichtig sein. Und auch dann gibt es Probleme. Und was machen wir jetzt? Wir finden eine Erinnerung, die Sie akzeptieren können. Sie werden sich daran gewöhnen. Langsam aber sicher. Noch näher kommen wir nicht ran. Also müssen wir hier anfangen. Ich lade jetzt das Einführungsprogramm. Wartet, es muss einen anderen Weg geben. Er muss nicht sterben. Ja, wir müssen alle sterben. Exzellenter Streich. Das Glück ist eurer Klinge hold. Nicht Glück, Geschick. Seht mir gut zu, vielleicht könnt ihr noch etwas lernen. Fürwahr, er wird euch lehren zu vergessen, was unser Meister uns lehrte. Und wie hättet ihr es getan? Ich hätte keine Aufmerksamkeit erregt. Ich hätte nicht das Leben eines Unschuldigen genommen. Ich wäre unserem Credo gefolgt. Nichts ist wahr. Alles ist erlaubt. Eines Tages werdet ihr diese Worte verstehen. Nicht wie wir unsere Aufgabe lösen zählt. Nur, dass sie gelöst wird. Das ist nicht der Weg. Mein Weg ist besser. Ich kundschafte voraus. Versucht uns nicht noch mehr zu entehren. Was ist unsere Mission? Mein Bruder sagt es mir nicht. Nur, dass es eine Ehre ist, teilnehmen zu dürfen. Der Meister glaubt, dass die Templer etwas unter dem Tempelberg entdeckt haben. Ein Schatz? Ich weiß es nicht. Aber unser Meister hält es für wichtig. Sonst hätte er mich nicht entsandt, es zu holen. So, jetzt auch nochmal an dieser Stelle. Aller guten Dinge sind drei. Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Assassin's Creed. Und wir spielen, wie die meisten wahrscheinlich wissen, den Assassinen Altair. Und wir haben uns gerade noch durch das Tutorial gequält, was ich wahrscheinlich irgendwie in einer separaten Folge hochladen werde, weil es sprengt, glaube ich, ein bisschen den Rahmen der ersten Folge. Und jetzt werden wir uns mal anschauen, was die Templer hier so vorhaben und ob wir ihnen da nicht so ein bisschen ins Handwerk pfuschen können. Na, das geht ja gut los. Und nochmal, ich glaube, das eben schon mal erwähnt, ich spiele das hier in der Computerversion mit Gamepad
weil die Steuerung da wesentlich entspannter ist als mit Maus und Tastatur. Ich habe das zwar schon mal mit Maus und Tastatur durchgespielt, das Spiel, aber das, nein. Ein Templer. Den holen wir uns natürlich. Schalten ihn jetzt als Ziel auf. Ganz leise rein. Ganz leise, ganz unheimlich. Tja, tut mir leid. Falsche Seite gewählt. Dort! Das muss der Schrein sein. Nein, doch nicht. Die Bundeslade. Seid nicht dumm. Die gibt es nicht. Das ist nur eine Mär. Was ist es dann? Schweigt! Da kommt jemand! Templer. Wir müssen dieses Tor hinter uns lassen. Je eher wir es haben, desto eher können wir uns um diese Schakale aus Massiaf kümmern. Robert de Sable, sein Leben gehört mir. Nein, wir sollen den Schatz bergen und Robert nur angreifen, wenn es unerlässlich ist. Er steht zwischen uns und dem Schatz. Es ist unerlässlich. Zurückhaltung, Altair! Ihr meint Feigheit. Dieser Mann ist unser ärgster Feind. Und hier ist eine Gelegenheit, ihn loszuwerden. Ihr habt schon zwei Regeln unseres Credos gebrochen. Brecht nicht auch die dritte. Bringt keine Schande über die Bruderschaft. Ich stehe über euch, sowohl im Titel als auch im Können. Ihr solltet mich besser nicht in Frage stellen. Und das werden wir natürlich doch tun. Templer müssen sterben. Alle Templer. So. Mal schauen. Wir können das Adlerauge mal einsetzen. Halt, Templer! Ihr seid nicht die Einzigen hier. Ah. Nun, das erklärt meinen fällenden Mann. Also, was ist euer Begehr? Blut. Nein, nicht! Ihr wisst nicht, worauf ihr euch einlasst. Ich schone euch nur, damit ihr eurem Meister diese Botschaft überbringt. Das Heilige Land ist für ihn verloren. Er sollte fliehen, solange er die Gelegenheit dazu hat. Bleibt und ihr seid alle des Todes. Scheiße. Männer, zu den Waffen! Tötet die Assassinen! Okay, aber bevor wir jetzt hier groß weiterspielen. Nein. Muss ich mal kurz in die Optionen. Ja, hier kann doch bestimmt auch. Wo ist es? Na? Sag jetzt nicht, dass es hier keinen Untertitel gibt. Weil so wie ich mich doch kenne, werde ich doch garantiert noch in die ein oder andere... Nee, gibt's nicht. Okay. In die ein oder andere Sprechsequenz reinsprechen. Und naja, ich hatte jetzt gedacht, ich hätte euch irgendwie den Untertitel aktivieren können, aber das Spiel hat keinen. Anscheinend. Oder ich muss das gleich nochmal in der Aufnahmepause nochmal ein bisschen suchen. Ich habe es auf jeden Fall jetzt gerade in den Optionen nicht gefunden. Natürlich könnt ihr auch gerne in den Kommentaren mal darauf hinweisen, wo es das denn hier gibt. Wenn es das denn überhaupt gibt bei Assassin's Creed, ich weiß es gar nicht. So. Aber auf jeden Fall müssen wir es hier mal eigentlich unseren Assassinenkameraden hier zu Hilfe eilen, aber unser Freund Alter, ihr scheint was anderes vor zu haben. Beziehungsweise wir müssen einen anderen Weg zu ihnen zurückfinden. Ältere Gedächtnisabschnitte werden übersprungen. Okay, ein kleiner Zeitsprung. Ja, wir haben versagt, muss man sagen. Altair, ihr seid zurück! Rauf,
Wie schön, euch unverletzt zu sehen, Dein. Ich hoffe, eure Mission war ein Erfolg. Naja. Ist der Meister in seinem Turm? Ja, ja. Immer die Nase in seinen Büchern. Er wartet schon auf euch. Ich danke euch, Bruder. Friede sei mit euch, Altair. Und mit euch. Naja, also wirklich ein Erfolg war es ja nicht. Ne? Zwei unserer Brüder tot, Templer noch im Leben. Dann werden wir mal zum Meister gehen müssen und ihm mal sagen müssen, dass wir ein wenig versagt haben. Aber ich möchte die Gelegenheit mal kurz anmerken, ergreifen und darauf hinweisen, dass die Grafik, finde ich, immer noch ziemlich genial ist. Ich meine, abwechslungsreiche Charakterdesigns waren jetzt noch nie die Stärke, aber ich finde es einfach immer wieder sehr beeindruckend, diese Stadt vor allen Dingen, ne? Hier mit der Sonne. Also das hat schon was. So, aber jetzt müssen wir mal weiter hier den Berg rauf zu unserem Meister. Um ihm mal zu sagen, dass wir zwei unserer Brüder verloren haben, die Templer den Schatz geholt haben und wir so doch ziemlich versagt haben. Und sieht das geil aus. Ja. Ja, auf jeden Fall feiere ich die Grafik wie beim ersten Mal, als ich es gespielt habe. Jetzt kriegen wir das hier auch nochmal eine schöne Aufnahme, die Burg der Assassinen. Beziehungsweise die Festung der Assassinen. Ja, und ich habe mir eigentlich vorgenommen, in diesem Let's Play so möglichst alles, was irgendwie sammelbar ist, auch mitzunehmen. Ich bezweifle zwar, dass ich das schaffen werde, aber der Wille zählt, würde ich doch immer sagen, ne? Aber jetzt erstmal müssen wir unserem Meister die traurige Nachricht überbringen. Dass wir versagt haben. Dass die Templer siegreich waren. Und dass wir das Credo der Assassinen auch verletzt haben. Ah, endlich kehrt er zurück. Abbas, wo sind die anderen? Seid ihr vorausgeritten, um zuerst zurück zu sein? Ich weiß, ihr teilt euren Ruhm nur ungern. Schweigen ist eine andere Form der Zustimmung. Habt ihr nichts Besseres zu tun? Der Meister schickt mich. Er wartet in der Bibliothek. Beeilt euch. Sicher könnt ihr es nicht erwarten, seine Stiefel zu lecken. Noch ein Wort und meine Klinge bringt euch zum Schweigen. Dafür haben wir später noch Zeit. Bruder. Ich habe den Eindruck, wir sind nicht besonders beliebt. Denn wir sind auch ein kleines arrogantes Arschloch, wie mir scheint. Und setzen uns über das Credo der Assassinen hinweg und haben nun den Preis dafür bezahlt. Zwei tote Brüder und siegreiche Templer. Der Meister wird nicht begeistert sein. Dai. Welche Ehre. Der Meister erwartet euch. Ja, der Meister erwartet uns. Und ich glaube, nicht nur der Meister wird uns erwarten, sondern auch eine ziemlich gerechtfertigte Bestrafung. Da ist er, der Meister. Altair, Meister. Tretet vor. Erzählt mir von eurer Mission. Ich vertraue darauf, dass ihr den Schatz der Templer geborgen habt. Es gab Schwierigkeiten, Meister. Robert de Sable war nicht allein. Wann verläuft es jemals wie geplant? Unsere Fähigkeit zur Anpassung macht uns zu dem, was wir sind. Dieses Mal hat es nicht gereicht. Wie meint ihr? Ich habe versagt. Der Schatz? Ist verloren. Und Robert? Geflohen. Ich schickte euch,
meinen besten Mann, um eine Mission zu erfüllen, die wichtiger war als alle davor. Und ihr kehrt zurück mit nichts als Entschuldigungen und Ausflüchten? Ich... Sprecht nicht weiter! Kein Wort mehr! Das habe ich nicht erwartet. Wir müssen eine neue Truppe zusammenstellen. Ich schwöre, ich werde ihn finden. Ich gehe und... Nein! Ihr werdet gar nichts tun. Ihr habt genug angerichtet. Wo sind Malik und Kadar? Tot. Nein! Nicht tot. Malik? Ich lebe wenigstens noch. Und euer Bruder? Erschlagen. Wegen euch! Robert trieb mich aus dem Raum. Es gab keinen Weg zurück. Ich konnte nichts tun. Weil ihr meine Warnungen in den Wind geschlagen habt. Es hätte vermieden werden können. Und mein Bruder... Mein Bruder könnte noch leben. Eure Arroganz hätte uns beinahe den Sieg gekostet. Beinahe? Ich habe, woran euer Günstling scheiterte. Hier. Nehmt es. Obwohl es scheint, als wäre ich mit mehr als nur ihrem Schatz zurück. Meister, wir werden angegriffen. Robert de Sape belagert das Dorf vor Massiaf. Also sucht ihr den Kampf. Nun gut, ich werde ihn nicht abweisen. Geht, sagt es den anderen. Die Festung muss vorbereitet werden. Was euch angeht, Altair, unser Gespräch wird warten müssen. Geht zum Dorf. Vernichtet die Angreifer. Vertreibt sie aus unserer Heimat. So wird es geschehen. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Dann müssen wir jetzt im Prinzip das gut machen, was wir angerichtet haben, indem wir die Templer vernichten, die massiv gerade hier belagern. Altair, gut, dass ihr da seid. Wir brauchen Hilfe. Was ist geschehen? Templer. Sie griffen das Dorf an. Die meisten von uns konnten entkommen. Die meisten, aber nicht alle. Was also soll ich tun? Lenkt die Templer ab. Beschäftigt sie und ich rette die, die noch dort festsitzen. Wie ihr wünscht. Aber ich muss noch mal ganz kurz in den Optionen. Sprachlautstärke. Wir machen hier die Musik mal was leiser. Damit die Sprache vielleicht doch ein bisschen besser durchkommt, weil ich verstehe es auch nur gerade so. Und ich habe quasi ja hier die Kopfhörer auf. So. So, das heißt, wir müssen jetzt mal unsere Waffen auswählen. Wir haben die versteckte Klinge, Fäuste, Wurfmesser und unser Schwert. Wählen Sie Ihr Schwert. Ja, das machen wir doch glatt mal. Und jetzt werfen wir uns mal hier den Templern entgegen. Da sind sie. Templer. Ja, ich hab's. Ihr seid erledigt. Gebt auf. Da haben wir den ersten Templer erwischt. Ja, da kommen die nächsten. Ich werde dich erwischen. Zack. So. Oh, wo sind sie? Da sind die Nächsten. Stirbt. Wir müssen so viele retten, wie wir nur können. Denn schließlich haben wir sie hier auch alle in Gefahr gebracht. Templer. Da ist noch ein Templer. Oha. Wir vernichten die Templer. So. Wo sind denn hier die nächsten? Wo sind denn noch Templer? Irgendwo müssen doch hier noch Templer sein.
Wir laufen mal weiter runter. Es kommen uns immer noch Flüchtlinge entgegen. Zum Glück leben sie noch. Angriff abbrechen! Zurück nach Masyaf! Befehl von Al-Mualim! Da kommen die Templer. Spule fort zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Müssen wir jetzt hier die Festung verteidigen? Rauf auf die Welle. Alter Hir, kommt! Al-Mualim ist noch nicht fertig mit uns. Wo gehen wir hin? Nach oben. Wir haben eine Überraschung für unsere Gäste. Haltet euch an mich. Schon bald werdet ihr verstehen. Okay. Dann gehen wir mal hoch. Und schauen mal, was wir hier für eine Überraschung für unsere Templerfreunde vorbereitet haben. Geht auf diese Plattform, Altair. Heide! Gebt zurück, was ihr gestohlen habt! Ihr habt kein Anrecht darauf, Robert. Zieht ab, sonst bin ich gezwungen, eure Reihen weiter zu lichten. Ihr treibt ein gefährliches Spiel! Ich versichere euch, es ist kein Spiel! So sei es! Bringt mir die Geisel! Er lebt. Euer Dorf liegt in Ruinen und eure Vorräte sind begrenzt. Wie lange, bis eure Festung von ihnen zerbröckelt? Wie standhaft seid ihr, wenn die Brunnen versiegen und die Mägen leer sind? Meine Männer fürchten den Tod nicht, Robert. Sie heißen ihn willkommen und die Erlösung, die er bringt. Gut, dann sollen sie Erlösung erhalten. Folgt mir. Und tut es ohne zu zögern. Zeig diesem Tumpenrecken, wie es ist, keine Furcht zu kennen. Herauf zum Herrn! Dann springen wir in den Tod. Aha, mein Bein! Aha, mein Bein! Still! Oder die Templer werden uns hören. Okay. Dann ist es wohl an uns. Ich bleibe zurück und kümmere mich um ihn. Ihr müsst alleine weiter. Diese Seile führen euch zu einer Falle, die wir aufgestellt haben. Geht und löst sie aus. Lasst den Tod auf unsere Feinde regnen. Okay. Dann balancieren wir mal ganz vorsichtig hier über die Balken. Im günstigsten Fall ohne abzustürzen. Aber ziemlich tief. Okay, wir folgen den Seilen und werden sehen, was sie für eine Falle vorbereitet haben. Für unsere Templerfreunde. Okay, wir sollen nicht so hochklettern. Und das machen wir doch gleich mal. So. Links rüber, rauf, 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 rauf. Rechts sogar. Und dann den Balken. Sehr gut. Weiter auf dem Weg. Gleich um. Es geschafft, Robert von hier zu vertreiben. Sein Heer ist versprengt. Es wird lange dauern, bis er uns wieder gefährden kann.
Sagt mir, wisst ihr, warum ihr Erfolg hattet? Ihr habt zugehört. Hättet ihr doch nur in Salomons Tempel zugehört. All das hätte vermieden werden können. Ich tat nur, wie mir geheißen wurde. Nein, ihr tatet, was euch beliebte. Malik berichtete mir von eurer Arroganz, eurer Respektlosigkeit gegen unsere Lehren. Was tut ihr? Es gibt Regeln. Wenn wir das Credo der Assassinen nicht befolgen, sind wir nichts. Drei einfache Gebote, die ihr, wie es scheint, vergessen habt. Ich werde euch erinnern. Als erstes und oberstes, haltet eure Klinge fern vom Fleisch Unschuldiger. Ich weiß. Und hütet eure Zunge, sofern ich euch nicht auffordere, sie zu benutzen. Wenn euch die Gebote so geläufig sind, warum habt ihr dann den alten Mann im Tempel getötet? Er war unschuldig. Er musste nicht sterben. Euer Hochmut kennt keine Grenzen. Lasst Demut in euer Herz, mein Kind. Oder ich schwöre, ich werde es mit eigenen Händen rausreißen. Das zweite Gebot verleiht uns unsere Stärke. Verbergt euch in der Masse. Lasst das Volk eure Maske sein, auf das ihr euch mit der Menge verschmelzt. Erinnert ihr euch? Denn mir kam zu Ohren, dass ihr euch gezeigt habt, vor der Tat Aufmerksamkeit erregt habt. Das dritte und letzte Gebot. Die schlimmste eurer Verfehlungen. Gefährdet die Bruderschaft nicht. Seine Bedeutung sollte klar sein. Eure Taten dürfen uns niemals schaden. Direkt oder indirekt. Und doch hat euer hochmütiges Handeln in Jerusalem uns alle in Gefahr gebracht. Schlimmer noch, ihr habt den Feind zu uns geführt. Jeden, den wir heute verloren, verloren wir wegen euch. Es schmerzt mich, wahrlich. Aber ich kann keinen Verräter dulden. Ich bin kein Verräter. Eure Taten sprechen eine andere Sprache. Und so lasst ihr mir keine Wahl. Friede sei mit euch, Altair. Oh nein. Aber wir haben es verdient. Er hat eine weit höhere Anpassungsrate als jeder andere Tester. Ich hole ihn da raus. Er war viel zu lange da drin. Nein, noch nicht. Wir haben noch so einen weiten Weg vor uns. Das ist zu gefährlich. Was sind schon 1-2 Stunden? Warum diskutieren wir das nicht im Konferenzraum? Gönnen wir Desmond eine Minute Ruhe. Ach, ich weiß wirklich nicht warum. Warren, bitte. Gut. Oh Mann. Da sind wir also jetzt in der Haut von Desmond Miles. Und kommen wir hier raus? Oder? Nein. Alles verschlossen. Na, man versteht nicht viel. Also schauen wir uns doch einfach mal in unserem Gefängnis hier ein bisschen um. Computerrechner. Draußen ist eine Stadt. Können wir hier irgendwie sie irgendwie ein bisschen Informationen beschaffen? Nein, wahrscheinlich nicht. Nein, wir werden auch hier überall beobachtet. Wo ist jetzt hier hin? Ah, das sieht sehr stark nach unserer Zelle aus. Auch hier überall Kameras. Und selbst im Bad gibt es Kameras. Na super. Und kein Spiegel. Ich mag es gar nicht, wenn Sie von den Gefangenen meine Autorität in Frage stellen. Es gibt ein Wort dafür. Ich glaube, man nennt es Insubordination. Und ich mag es nicht, wenn Sie ihn töten, bevor wir unsere Arbeit beendet haben. Darf
dafür gibt es auch ein Wort. Dumm. Lucy, das ist nicht meine Entscheidung. Ich mache die Deadlines nicht. Aber ich bin klug genug, sie nicht in Frage zu stellen. Wollen Sie wie Lila enden? Ich weiß, der Unfall hat alles verändert. Weshalb wir keine Zeit haben, ihn zu verätscheln. Wenn Sie ihn zu hart rannehmen, wird er zumachen. Und dann haben wir nichts. Jetzt haben wir auch nichts. Aber wir werden. Wir brauchen nur ein bisschen Geduld. Fein. Aber ich möchte, dass Sie sich Gedanken über seine Verweildauer machen. Wir können nicht bei jedem Schweißausbruch abbrechen. Schlimm genug, dass wir uns durch all diese nutzlosen Erinnerungen durcharbeiten müssen. Ich tue, was ich kann. Na okay. Das heißt, wir sind ja ein wenig unter Zeitdruck. Na gut, also wir jetzt ja weniger, sondern die uns gefangen genommen haben. Von denen wir ja schon mal ganz stark annehmen, dass es sich nicht um Assassinen handelt. Und ich denke, ich werde jetzt hier eine kleine Aufnahmepause machen und wir sehen uns dann quasi in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin schon mal danke fürs Zuschauen und ja, ich würde sagen, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.